In der Aula der berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz in Sangerhausen trafen sich am 16. September die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und des Schul-, Sport- und Kulturausschusses des Kreistages Mansfeld-Südharz zu einer gemeinsamen Sitzung. Stefan Müller vom CJD Sangerhausen, der im Jugendhilfeausschuss aktiv ist, übernahm die Leitung der Versammlung, in deren Mittelpunkt die Vorstellung der Schulsozialarbeit und der Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis Mansfeld-Südharz stand. Doch zunächst ging Jugendamtschefin Sabine Schneider auf den jüngsten Jugendkreistag ein, der wie ein echter Kreistag organisiert und durchgeführt wurde und großen Anklang bei allen Beteiligten fand. Auch im kommenden Jahr wird es wieder so einen Jugendkreistag geben, sagte die Amtsleiterin, bevor sie auf das zentrale Thema, die Schulsozialarbeit, zu sprechen kam. So werden aktuell 36,5 Stellen in der Schulsozialarbeit gefördert. 21 über das ESF und Landesprogramm Schulerfolg sichern, 15,5 durch den Landkreis Mansfeld-Südharz. Zusätzlich werden 3 Stellen für die Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis ebenfalls über das ESF und Landesprogramm finanziert. Die Schulsozialarbeiter und auch die Netzwerkstelle sind bei 3 freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe verortet. Bei der AWO, dem CJD sowie dem Trägerwerk Soziale Dienste. Doch die Schulsozialarbeit ist in ihrem Bestand gefährdet. Die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds endet im Jahr 2020. So appellierte der langjährige Jugendamtsleiter, jetzt Fachbereichsleiter bei der Kreisverwaltung, Sven Vogler, an die Kreistagsmitglieder, diese freiwillige Aufgabe der Kreisverwaltung weiterhin mitzutragen, sie am besten in reguläre Strukturen zu überführen, weil Schule ohne Sozialarbeiter bei den Anforderungen der heutigen Zeit für ihn nicht denkbar sei. Momentan gibt der Landkreis Mansfeld-Südharz landesweit das meiste Geld für die Förderung von Schulsozialarbeit aus, sagte Thomas Krause, Schulsozialarbeiter an der Sekundarschule Thomas Münzer in Sangerhausen und Mitglied einer Arbeitsgruppe, die das Thema den anwesenden Ausschussmitgliedern und Gästen näher brachte. In Vorbereitung der Präsentation entstand auch ein Film mit dem Titel »Wir erklären euch Schulsozialarbeit«. An der Entstehung waren auch Schüler der Sekundarschule Thomas Münzer und der Grundschule Südwest aus Sangerhausen beteiligt. Ich brauche deine Unterstützung. Ein Schüler hat sich mir anvertraut, ich weiß aber nicht, wie ich ihm helfen kann. Die Netzwerkstelle für Schulerfolg hatte doch mal eine Fortbildung zu der Methode No Blame Approach angeboten. Ich glaube, das wäre jetzt genau das Richtige. Ich rufe sie mal an. Hallo Netzwerkstelle, ich habe einen akuten Fall an meiner Schule und würde gern auf No Blame Approach zurückgreifen. Habt ihr dazu noch Material? Ja, haben wir. Ich schicke dir auch gleich etwas zu. Wir treffen uns am Freitag auch in unserer Arbeitsgruppe Mobbing. Möchtest du nicht kommen? Dort können wir gern über deinen Fall sprechen. Ja, sehr gern. Okay, dann bis Freitag. Ach, da ist bestimmt schon das Material. Dann kann ich gleich anfangen. In diesem Moment klopft es auch schon an der Tür und Tobias kommt hinein. Was ist denn los, Tobias? Wie geht's dir? Ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, denn die anderen ärgern mich. Ich denke, ich kann dir helfen. Möchtest du das? Ja. Ich werde mich mit ein paar Kindern aus deiner Klasse zusammensetzen und überlegen, wie sich die Situation für dich verbessern lässt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Niemand bekommt deshalb Schwierigkeiten. Danke. Im Schulalltag sehen sich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter als Vermittler zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Unterstützt durch zahlreiche Kooperationspartner im Landkreis, aber auch direkt vor Ort, bieten sie Anti-Mobbing-Projekte, Konzentrations- oder soziale Kompetenztrainings, thematische Elternabende, aber auch Arbeitsgemeinschaften und Ferienfreizeiten an, um nur einiges zu nennen. Die Koordinierung, Vernetzung, Weiterbildung und Beratung der Schulsozialarbeiter übernimmt dabei die Netzwerkstelle für Schulerfolg Mansfeld-Südharz. Emily Reimann und Stefanie Wernicke,
beide auch maßgeblich an der Entstehung des Films beteiligt, boten Einblicke in ihre Arbeit. Schulsozialarbeiter sind vor Ort in ihren Schulen tätig. Wir selber als Netzwerkstelle für Schulerfolg sind nicht in Schule direkt. Wir arbeiten auch nicht im direkten Bezug mit den Kindern und Jugendlichen, sondern stricken das Netzwerk drumherum, auf das im Prinzip dann zurückgegriffen werden kann. Wir bringen die Personen zusammen, die Dinge entwerfen oder entwickeln, Handlungsempfehlungen, Orientierungshilfen oder auch Projekte zusammenstellen, die wiederum von Schulen genutzt werden können. Apropos Projekt, Sie haben auch heute zum Jubiläum sozusagen ein kleines Projekt gemacht. Schöne Fotos sind entstanden durch Herrn Michael Schwarz. Das soll also morgen nicht in der Schublade verschwinden, sondern? Ja, es soll auf keinen Fall in der Schublade verschwinden. Das heißt, das Ganze ist eine Art Wanderausstellung. Sie kann bei uns jederzeit angefragt werden in der Netzwerkstelle für Schulerfolg. Wir haben auch schon bereits einige Anfragen zur Ausstellung. Wir stellen uns da sowas vor wie Tag der offenen Tür bei der Schule oder eben Veranstaltungen, wo wir die breite Öffentlichkeit erreichen, um eben auch für das ganze Programm für die Schulsozialarbeit hier im Landkreis zu werben.